Vom Schiff aus blicke ich auf Oberwesel. 400 vor Christus wurde der Ort von den Kelten besiedelt. Auch die Römer haben deutliche Spuren hinterlassen. Die alte Stadtmauer mit 16 Wehrtürmen, teils noch erhalten, teils Ruinen, führt noch um die ganze Stadt. Zwei gotische Kirchen, Liebfrauen und St. Martin, sowie die St. Werner-Kapelle auf der Stadtmauer sind Zeugen der Geschichte. Eine märchenhafte Reise zwischen Romantik und Weinlandschaft bietet die Deutsche Bundesbahn auf ihrer Rheinstrecke. Der Marktplatz ist ein Ankerplatz für Weinkenner. Machen Sie mal Rast im Römerkrug. Eine Rheinweinprobe lohnt sich immer. Auch köstliche Speisen vom Mittelrhein sollte man hier kosten.